Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ich bin hier mit Tom Bartels, eine lebende Reporterlegende. Ihr kennt ihn alle, Leute, beim WM-Finale 2014. Was hat er gesagt? Schürrle, der kommt an. Mach ihn, Götze, das ist doch Wahnsinn. Für mich ähnlich legendär wie in Bern 1954. Tor, 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 Tor. Als ich gestern deine Stimme hörte, Tom, lief es mir eiskalt den Rücken runter, weil ich kenne deine Stimme, ich kenne dich aus dem Fernsehen. Wahnsinn. Wie ist das für dich, hier zu sein? Du wirst auch die Eröffnungsfeier moderieren. Wie ist das für dich? Freust du dich drauf? Ja, ich freue mich wahnsinnig drauf. Wir waren schon da und haben uns die Proben angeschaut im Maracana. Entschuldige, diese Stimme ist Wahnsinn, oder? Ja, deine auch. Dankeschön. Im Maracana, das ist ja wirklich die Rückkehr zu dem Finalplatz sozusagen. Das ist schon bewegend auch für mich. Und wir haben ja auch schon Proben gesehen. Ich weiß nicht, ob ich darüber was erzählen darf, aber es hat uns auch beeindruckt in vielerlei Hinsicht. Darfst du bestimmt was erzählen, bitte, entschuldige, wenn ich unterbreche. Okay, was die Feier angeht, weil sie einen anderen Ansatz haben. Es ist nicht so laut und pompös, wie man sich es vielleicht vorstellt, sondern bewusst ein bisschen zurückgenommen. Es gibt Botschaften auf unsere Welt aufzupassen, nicht nur den Weltfrieden zu beherzigen, sondern auf die Natur aufzupassen. Das finde ich relativ stark und beeindruckend, wenn man das so nicht unbedingt erwartet. Und auch so Nationalhymne, etwas gedämpfter gesungen, nicht so martialisch vorgetragen. Aber es gibt auch ganz viele unterhaltende Elemente, Samba hinten. Also uns hat es gefallen, wobei man natürlich noch nicht alle Kostüme gesehen hat und auch nicht das volle Programm und auch nicht alle Stars. Aber Giselle Bündchen, ich glaube, das wird ein großes Highlight, wenn sie ihren letzten Catwalk macht überhaupt, beendet ja ihre Karriere. Brasilianisches Model. Also ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall für alle, auch wenn es in Deutschland natürlich tief in der Nacht ist, das anzuschauen.